In diesem Video geht es um das Thema Natrium-Doppellinie. Gut, Natrium kann man zum Leuchten anregen. Das sind zum Beispiel diese Natrium-Dampflampen. Kannte man früher von Straßenbeleuchtung. Ist so ein typisches gelbliches Licht. Und hier habe ich ein Experiment. Da habe ich so eine Leuchte. Dann habe ich ein Gasbrenner, wo ich Natriumchlorid, also sprich Kochsalz, reinhalte. Und das Natrium wird hier ja, einmal zum Leuchten angeregt, und zwar in diesem typischen gelblichen Ton. Aber gleichzeitig sehe ich plötzlich einen Schatten. Das heißt, ich habe Absorption und Emission von diesem typischen Licht. Das sollte vielleicht bekannt sein. Jetzt kommt aber das, was neu ist. Und zwar, wenn ich die Möglichkeit habe, das sozusagen spektral zu untersuchen, also mir das Spektrum anzugucken, das Linienspektrum anzugucken, dann stelle ich erstmal fest, da ist so eine Linie. Also das ist normalerweise mit den schultypischen Mitteln, sieht man da erstmal eine Linie. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sozusagen die Auflösung zu erhöhen, sieht man zwei Linien. Und das ist spannend. Jetzt gucken wir uns erstmal an, wie man die Auflösung erhöht. Und zwar haben wir hier ein Spektroskop. Also man sieht die zwei Linien und man sieht im Prinzip den Aufbau. In diesen Röhren, wenn ich mir das angucke, sind Optiken drin, das heißt Linsen. Ich habe zur Linken die im Prinzip die Optik, die das ja die Flamme oder die Lichtquelle auf das Prisma gibt oder in meinem Fall ein Gitter. Und dann eine weitere Optik, die dann mich das Ganze beobachten lässt. Und ja, Linsen. Dadurch kann ich natürlich die Auflösung erhöhen und ich verliere auch kein Licht. Natürlich kann ich beim Gitter elendig weit weggehen, aber dann ist das auch elendig lichtschwach. Und das passiert mir halt beim Spektroskop nicht. Und dadurch kann ich dann ja, das Ganze beobachten. Gut, machen wir erstmal ein bisschen Mathematik. Also. Ich kann natürlich erstmal mir angucken, wo ist denn das? Ich habe, wie gesagt, mit dem Spektroskop spaßeshalber da mal gemessen. Hier mit der Formel, die für das Gitter bekannt sein sollte, die stellt man halt nach Lambda um. Ich habe die erste Ordnung erwischt. Das heißt, ich setze dann entsprechend ein und ja, habe 579 Nanometer rausbekommen. Das ist, ja, knapp vorbei ist auch vorbei. Hätte mir das eigentlich ein bisschen besser gewünscht, aber gut, irgendwie ist es nicht so geworden. Die Literaturwerte sind halt 588,99 und das andere ist 589,59. Das heißt, die liegen ganz schön dicht beieinander. Und wenn man mal genau ist, sind das 0,6 Nanometer, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Das ist sehr dicht beieinander. Und das ist auch der Grund, warum man es erstmal nicht entdeckt hat. Die spannende Frage ist jetzt aber, wo kommen denn die beiden Linien her? Oder warum sind es vor allen Dingen zwei Linien? Und das hat im Prinzip ein Uhlenbeck und ein Goudschmidt 1925 sozusagen den Elektronenspin postuliert. Das heißt, es muss sozusagen so eine Art Eigendrehimpuls der Elektronen existieren, damit man das entsprechend erklären kann. Wie ist das Ganze zu verstehen? Gut, der Elektronenspin ist eine quantenmechanische Eigenschaft von Elektronen.
Das heißt, man weist denen so eine Art speziellen Drehimpuls zu. Warum speziell? Naja, erstmal, man nennt ihn Elektronenspin, aber normalerweise, so ein Drehimpuls hat ja etwas damit, damit zu tun, dass sich etwas dreht. Und man kennt das zum Beispiel beim Fahrradfahren, dass man da, wenn man fährt, das so oder viel leichter ist, auf dem Fahrrad zu balancieren, hängt damit zusammen, dass ich einen Drehimpuls habe, der das Fahrrad sozusagen stabilisiert. Und hier bei den Elektronen ist es allerdings so, dass der eben nicht durch die Rotationsrichtung des Elektrons zurückzuführen ist, sondern er beruht auf der inneren Struktur des Elektrons. Und jedes Elektron hat halt einen Spin mit einem unveränderlichen Betrag. Und es gibt halt, um das Ganze zu beschreiben, die Spin-Quantenzahl. Und die kann genau zwei Werte annehmen, nämlich plus ein halb und minus ein halb. Deshalb, wie gesagt, ist es so eine Art Drehimpuls, weil sich das eben nicht wie beim Fahrrad das wirklich dreht, aber trotzdem verleiht es dem Elektron die Eigenschaften eines ja, Spins, also sprich Drehimpulses. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, was man halt ja, aufgrund von zwei gelben Linien über Atomphysik lernen kann. Wenn das Ganze hilfreich war, und dir gefallen hat, gerne Daumen hoch, Abo oder Kommentar. Bis zum nächsten Mal.